Weiter geht es mit einer neuen turbogeilen Folge Punisher. Freut mich, dass du da draußen wieder reinpunischst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte verheerende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter mit diesem Retro-Klassiker. Wenn ihr ein bisschen unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Geht ganz schnell, tut nicht weh. Außer der Punisher steht hinter euch. Dann möglicherweise tut es weh. Ich finde immer die Sicht der Dinge so interessant. Die Leute kritisieren ein Spiel, was fast 20 Jahre alt ist, wegen seiner Technik. Klar, Leute, das Spiel ist 20 Jahre alt. Was erwartet ihr? Natürlich sieht das nicht aus wie ein neues PlayStation 5 Spiel. Zu der damaligen Zeit war das von der Technik her und von der Optik her absolut in Ordnung. Ja, Spiele entwickeln sich weiter. Das ist immer wieder so skurril, ne? Dass Leute dann wirklich Erwartungen haben, dass es früher so aussah wie heute. Was ich auch total skurril finde, die Leute feiern irgendwelche Indie-Horror-Games, die grafisch kein bisschen besser aussehen. Aber ein Spiel, das halt dann alt ist, ist dann unerträglich. Ist unerträglich. Jedes Mal dieses leidige Thema. Oh, was spielst du das? Auf der Kartoffel? Das sieht ja furchtbar aus. Ja, das ist gestern rausgekommen, Freunde. Das ist das neue Punisher-Game. Ist gestern erschienen. Brandaktuell aus dem Jahr 2023. Mit modernster, neuester Grafik. Man braucht mindestens eine 4090, um das Spiel flüssig spielen zu können. Alter, diese engen Gänge hier. Puts. Bams. Natürlich ist Storytelling und alles auch Opfer seiner... Was ist denn hier los? Irgendjemand klemmt dahinter. Aber die Tür auf. Die Türen sind alle zu. Geht's da weiter? Und da bin ich doch gekommen, oder? Ne, da geht's weiter. Klar ist das Gameplay auch anders als moderne Spiele. Natürlich. Spiele haben sich weiterentwickelt. This changes things. Smuggling in women to feed their prostitution rings. Can't blow up the ship until I get the women out. These guys just went to the top of my list. Ach ja, wer kennt's nicht? Atombomben und Nutten. So eine typische russische Lieferung. Perhaps you should tell him, then he will shoot you and dump your body overboard. Ja, also natürlich haben sich Spiele weiterentwickelt. Ein Soldier Fortune 1 ist auch nicht wie ein modernes Call of Duty. Putz. Moderne Spiele sind natürlich viel cineastischer. Im Endeffekt machst du dasselbe. Du schießt moorhuhnmäßig auf Gegner drauf. Also vom prinzipiellen Gameplay ist ein Call of Duty, ein modernes, nicht anders als ein Soldier Fortune, das 20 Jahre alt ist. Da gibt es eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Nur, heutzutage sind halt Spiele viel pompöser inszeniert. Tja, der hat einen richtigen Aussetzer. Zu viel Wodka, ne? Schießen nicht auf den Dude. Ah, oh, sie schießen doch auf den Dude. Sorry, ich dachte, du wärst irgendwie ranghoch und wichtig. Du hast Freunde, aber... Tja, Pech, Alter. Where is it? You will die today. I will tell you nothing. Oh, es muss doch wehtun, Alter. Komm, erzähl. It's not here. Krykov has it on Krykov. Yikes. Ah, Punisher, du. Alter Psycho, du. Was ist mit dem da oben? Wenn ich raufkommen muss, Kollege. Nur für dich. Nur für dich, Bruder. Gehe ich jetzt da nochmal hoch. Und schieß dir deine hässliche Fresse weg. Ist noch ein Elite-Dude? Ist sogar wirklich noch ein Elite-Dude. Ist jetzt wirklich runtergerannt.
Gott, gehst du mir auf die Nerven, Alter. Keine Ahnung, wo er hin ist. Gone. Stay in there. I'll be back when I'm done. Ah, ich muss den killen. Ey, jetzt ist er wieder oben. No way. Ich wette, er rennt jetzt gerade wieder runter in diesem Moment, oder? Ja, ist ja noch ein anderer. Guck. Also ja, klar, ein Punisher, modern, wäre ein feuchter Traum. Wäre ein absolut feuchter Traum. Ich habe es gegoogelt, angeblich haben die da irgendwie Ideen. Also ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass wir sowas kriegen werden. Wo ist denn noch jemand? Irgendwo hier soll noch jemand leben. Keine Ahnung wo. Viktor. Yuri. Ivanovic. Ist denn hier noch jemand? Irgendjemand noch hier, der ein bisschen Blei will? Ich habe gratis Blei. Wo ist er hin? Hey, bleib! Also, geht doch. Was für ein nerviger Dude. Das war der letzte. Was auch richtig schade ist, wir kriegen auch kein Spawn-Spiel. Es gab ja mal eins, glaube ich, für die PlayStation 1. War es PlayStation 1? Moment, das war der letzte. Müsste ich die Dame jetzt nicht retten können? Oder müssen wir hier irgendwo weiter steppen? Warte, muss man den Container vielleicht von hier oben öffnen oder so? An so einer Konsole? Schauen wir mal. Ich höre Geräusche. Von hier bin ich gekommen. Oh! Die Verwirrung ist verwirrt. Ey! Guck. Alter, die Shotgun-Moves. Boah, da fliegt der Arm. Habe ich irgendwas, um dich ein bisschen zu ärgern? Gibt es hier irgendwas Schönes? Boah. Der Sack. Killte hier meinen Bro weg. Alter! Boah, knappes Ding. Jetzt hat er für unsere Fähigkeit einsetzen. Here we go! Boots! Bams! Oh nein. Nicht gut! Oh, gar nicht sein Leben bekommen. Super. Meet your doom, Punisher. Der alte Bärenwürger hier. This is my lucky day. Wow. Bams. Das ist ein Klassiker, so zu killen. Give it up, Punisher. Bin hinter dir. Damit hat er nicht gerechnet. Also noch mehr und noch mehr. Alter, langsam jetzt. Ich hab's noch irgendwie auch knackig in Erinnerung. Dass es später immer knackiger wird. Oh, wir laden mal durch. Oi. Ah, ein Spawn-Game. Das wäre natürlich auch ein Traum. Aber leider ist McFarlane, der Erfinder von Spawn, sehr, sehr kritischer, exzentrischer Typ. Angeblich soll ja auch ein Spawn-Film kommen. Mit Jamie Foxx. Ist
ja schon ewig in der Mache, Ankündigung, whatever. You will die today. Aber auch da will er halt irgendwie alles ganz genau kontrollieren. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Statuensammler von Comics. Und auch hier gibt es offiziell keinen Spawn. Alles, was es gibt, ist Fanmade von den richtig großen Statuen. Klar, es gibt Actionfiguren und bla bla blub. Aber so eine richtige Statue von XM oder Prime One Studios gibt es halt nicht. Was du findest, sind halt irgendwelche Sachen, die Amateure oder Fans gemacht haben. Irgendein talentierter Mensch designt so eine Statue am PC. Und in China... Autsch. Oh no, bin ich jetzt wieder ganz am Anfang. Er steht nur so da. War ich das etwa? Hab ich den etwa getötet, den Punisher? Mann, der Punisher, der hinterlässt aber auch ein Meer aus Leichen, der Typ, ne? Oh, jetzt krieg ich hier wieder in den Rücken geschossen. Alter, come on. Die Animation, wie gesagt, geil, aber auch ein ganz schöner Nachteil. You will die at my hands. Schon beeil dich. Der dicke, fette Dude hier drüben muss unbedingt drauf gehen. Schöner Kill, Punisher. Sehr, sehr schöner Kill. Respektiere ich. Trottel. Oh, Muni, Muni, Muni. Kommst du zu mir? Ich kann nicht schießen. Wenn ich so nah an der Wand hänge, kann ich ab und zu nicht schießen. Wo ist der jetzt? Waren noch zwei. Alright. Aber es geht direkt weiter. Oh, der lebt noch. Alright. Oh, da kommt einer von hinten. Das war eine miese Nummer eben. Dann noch einer. Jetzt wäre wieder eine Flash ganz nice. All hands, protect the captain. Time to kill the Punisher now. Och nö! Ich hab keine andere Wahl. Ich hab keine andere Wahl. Oh nein, 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 nein. Alter, hier ist ein Flammenwerfer-Dude. Boah, was geht hier ab? Why did that you? Let the girl go. You have seen too many action movies. Move close. Thank you. I must sit down. No time. We need to get off this boat right now. Surrender. Welcome to America. So you and the Black Widow hit the Russians hard. Any idea where the Black Widow is now, Frank? On vacation. Yeah, anyway. You wiped out the Russian facilities on the docks, including a tank they'd somehow smuggled past Homeland Security. And then you intercepted an incoming Russian freighter and blew it right out of the water. What were you doing there? Looking for someone.
Someone named Krikov Castle? General Krikov? Here's one nasty customer. Bloody red smear in every intel database known to man. You must have really pissed him off, Frank. Ripping through his Russian mercs like that? This stuff ringing any bells? Krikov? Grand Nixon Island? Not very good with names. Remember bodies, though. Well, Krikov sent one hell of a body after you, didn't he? Now why would you just open your apartment door without first checking to see who was there? Need to rearm before hitting the Merc's base. Damn, Joan must have made another batch of cookies. Hello, big boy. We are having fun, yes? Okay, jetzt kommt die Szene, die man unter anderem aus dem Film kennt. Und zwar, wie der Punisher durch seine eigene Wohnung geprügelt wird. Okay, das juckt ihn null. Hey, Großer! Boah, Alter! Klassischer Hulk-Smash, ha? Huh? Nimm doch einfach eine Schusswaffe, Bruder. Es war mit einer der geilsten Szenen des Films. Also, die habe ich geliebt. So, und jetzt hier hin. Let's do it! Ha, nicht schlecht, Alter. Ah, wie schmeckt der Kühlschrank? Schmeckt nach Freiheit. Welcome to America, babe. The Punisher playing rough. Okay, mitnehmen. Russian Smash! Russian Smash! Komm rein in die Bude. It's nerdy time. Ah, das war eine geile Szene im Film. Thomas Jane hat das so gut gespielt. Wer den Russen da fertig macht, nur der Punisher ist deutlich massiver als Thomas Jane. Die sind ja immerhin beinahe fast gleich groß. Hier ist nix. Der Fernseher. Alright, let's do it. Yo, Ruski! Wo bleibst du? Auf geht's! Ah, es läuft mal wieder nur Scheiße im Fernsehen, ha? Huh? That's not good. And he was gone? Just like that? Man, I'd hate to meet him in a dark alley. You might though someday, Frank. Krikov sent the Russian after you. So you decide to settle with Krikov. Where did you find a pilot dumb enough to fly you out to Grand Nixon Island, Frank? Well, you found someone. Then you bailed out over the island. I understand you ran into an old friend. Grand Nixon Island isn't on any tourist maps. It's like a waiting room for hell. Hold together, baby! Hold together! Krikov's brought the worst of Russia together in one place. Special forces, mercs, hitmen, sadists and killers. Every one. None of them are gonna save him. He sent the Russian to hit me at home.
Now it's my turn. Will we reach Grand Nixon before this thing falls apart? You betcha. This baby's a lot sturdier than she looks. Level off at 3,000 feet. You're the boss, big guy. Just about at 3,000 now. Thanks for flying Hackett Air. Watch that first step. Boah, den Style liebe ich. Okay, wir haben eine fette Sniper. Nice. Keine Aktivitäten. Gatehouse and a pair of towers. Alter, er hat es überlebt, als ob. Mit so einem Kaliber fetzt sich in zwei Hälften. Wie konntet ihr den ersten Schuss überleben? Ach cool, man kann auch noch so anvisiert das Ganze lassen. Das ist ganz nice. Da sind sie wieder, meine Freunde. Meine Freunde, die Russen. Hey, jetzt bleib doch mal stehen. Wir wollen doch eine schöne Zeit zusammen, oder nicht? Frag Grenade. Nice. Die Frage ist halt, Sniper behalten oder abgeben? Morris will have to get back to you. He's a little dead right now. Starting to feel right at home. Bam. Bam. Alter, wie die Arme wegfliegen. Rennt der ohne Arm weiter, der eine? Ja, der ist ohne Arm noch ein bisschen weiter gerannt und dann verblutet. Alright. Meet your doom, Punisher. Ah, bitteschön. Und bitteschön. You will die here, Punisher. Oh mein Gott, ey. Das Ding ist so sperrig, was das Nachladen angeht. You okay, Bobby? Bobby ist nicht okay, sorry. Dem alten Bobby geht's leider nicht so gut. Snipers ahead. Ich habe leider so gut wie keine Munition mehr. Take this, Punisher! Greetings from Mother Russia. You will die and I will laugh. Guck, guck. Wie er sich duckt. Oh Mann. Also einige Animationen sind echt Premium. Okay, ich glaube, wir müssen oben lang. Ja, so Dschungel-Level. Die sind halt auf PS2-Zeiten nicht gut gealtert. Schön Wald konnte man halt damals noch nicht darstellen. Das ging halt noch nicht. But who attacks? Who knows of this island? It's the Punisher. It does not matter, so long as they die here. Ja, hier kann man nicht runterjumpen. Huh. No. It's not possible. To die, Punisher. Au, boah. Alter, die Dinger verziehen ja wie blöd. Don't mess with me. Da ist noch einer. Bam. Eigentlich die Information. Ah! Ruski. Das ist mir ja keine andere Wahl. Oh. Oh. I cannot prolong your life. You will regret this. Ich glaube nicht, Kumpel. Jetzt. You think you're tough? Rede. Ah!
You're outnumbered. Oh, wieder irgendwelche Vietnam-Flashbacks. Even the odds of a wrestling fan tragedy. Das war ein ekelhafter Kill. Ach, plötzlich kann er die auch, Akimbo. Somebody help! Hier kann niemand helfen. Dir kann niemand helfen, mein Freund. Ganz schön viele Toiletten. Do you see him too? Hab ich. I need help over here. Someone else is here. Get back or I'll shoot. Let's go. Alter, wie angeflitzt kommt. Punisher, guter Mann, guter Mann. Kill him, you dolts. Nicht gut. Alter, bring ihn schnell um. Surrender while you can. Wo ist der andere? Hier war doch noch einer. Ich glaube, hier geht's lang. Gunfire probably alerted the whole island by now. That's a big snake. Wonder if it's hungry. Oh, das ist eine Schlange, die man füttern kann. Don't cry about it. Hey, Jungs! Alter, das ist krass. Wir sind Kill ja noch. Nein! Ja, macht einen Quick Kill. Ja, dann bis einer von euch da hinten ist. Shit, we found you. You are pitiful, Punisher. Keep it easy. Reload. Nein, der muss weg. Der ist zu stark. Noch sind's ein bisschen viel hier. So, jetzt. Du möchtest also Bekanntschaft mit der Schlange machen. Das ist eine ganz schön fette Schlange, mein Freund. Alter, wie ein Pack. Geil, Mann. Also diese Environment-Kills mit Tieren finde ich irgendwie mal ziemlich nice. Schon wieder fast tot. So kennt man's. Der Punisher. Immer mit einem Bein im Grab. Das Miese ist, wenn ich jetzt drauf gehe, fange ich wieder von vorne an. Right away, General. What is going on? No. Oh no! You are not so tough! Wow. Ist da auch noch einer? Alter, Arm weggeschossen. Hör auf mit dem Kack da hinten. Wo ist der Dude? Ey! Der Penner, der rennt straight weg. Und er ist verdammt schnell. Wo will er denn hin? Es gibt keine Kommen. Na, rennt der einfach in den Dschungel und denkt sich so, ja, dann lasse ich mich lieber von der Schlange fressen. Schlange! Bitte friss mich! Step by step. Das ist der Step.
Gemeinsam Richtung Tod. Ich hab gehört, du willst sterben, Junge. Den Gefallen kann ich hier tun. Where can I find some decent weapons? You cannot make me talk! I will tell you nothing! Na komm schon, du willst doch reden. Grenades! In locker! Storage room! Danke! Schön! Geht doch. Sind hier die Grenades? Could never have too many bombs. Oh, man kann nie genügend Bomben haben. Hier sind die Grenades. So, und wo müssen wir jetzt hin? Da war keine Tür oder sowas, ne? Okay, wir haben eine Sprengladung. Vielleicht geht's hier ja weiter. Ah ja. Run, Baby, run. Hat sich drin vielleicht auch einen Weg freigesprengt? Hä? Okay, plötzlich kann das doch. Na gut. Shielded from the front. Need to get closer. Panzer von vorne. Ist kein guter Schütze. Meet your doom, Punisher. Tell me something interesting. Ooh, nice. You will regret this. You think you're tough? Das ist nice. Kill me. Wish granted. Ja, der Punisher erfüllt auch dem hier und da mal Wünsche. Alles, was mit Tod zu tun hat, kriegt der gute Punisher hin. Du wünschst dir zu sterben, dann ist der Punisher genau der Richtige für dich. What the fuck, Alter? You I don't need. Why the hell are you here? Sightseeing. What is S.H.I.E.L.D. doing here? The same thing you are. Trying to stop a madman. Your squad looks a little short, team up. Yeah, but try not to shoot me in the back. Let's go! Bin dran, Bruder, bin dran. You are not so tough! I'm empty! Oh. Ow. Ow. Mach du den anderen! Ich folter den hier ein bisschen. What's going on here? Punisher-Style macht Shield zwar nicht. I don't know anything important. Aber der Punisher, der macht's. Krieghoff has offered 5 million US dollars for your head. Sometimes you just have to stop and smell the blood. I have the codes. Ja, dann mach du mal. Oh, hier ist ein Flammenwerfer. Gib mir mal einen Flammenwerfer. Lass mich mal durch. Burn, Brother. So, und jetzt kannst du sie erledigen. Da haben sie so fröhlich vor sich hin knuspern. Show them what Nucci's are made of. You bastard. Alter, der war heftig. Lunatic. Wie übel sind denn die Granaten? Oh, what? Alter, die Frag ballert ja alles kaputt, aber der Flammenwerfer nervt. Bam! Ends up, Fury. Another turret.
You will Shit. Die, and I'll I keep will the rest laugh. Busy, you get the turret. Einen Augenblick, ich bin dran, Fury. Alter Wichser. You are not so tough. Wow, wow, wow. This is not fair. Alter, er kotzt. Wie krass ist das denn? Ich hab ne Idee. Ja, Frag Grenade is king. Frag Grenade is king. Krakow wants his head. Geil, dass sie die Waffen fallen lassen. Einfach nur nice. So, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...